Menschen. Die 365 Questen Challenge. Eine Kooperation mit anderen YouTubern. Und die stehen alle hier unten in der Box. So. Es ist Oktober. In Oktober habe ich diese Wohnung hier aufgegeben. Oh, das tut mir leid. Ich habe umziehen, muss ich jetzt umziehen, Leute. Aber das ist ja nicht so wild. Meine Fragen zum Oktober. Erstens, wer war die letzte Person, mit der du eine schöne Zeit verbracht hast? Mein Schatzi. Zweitens, wen hast du heute umarmt? Mein Schatzi und mein Hund. Drittens, beschreibe deinen Tag in einem Wort. Schön. Viertens, wie geht es dir? Gut. Fünftens, hast du heute mehr gesprochen oder mehr zugehört? Beides. Glaube ich. Sechstens, wie viel hast du heute getrunken? Was denn? Also 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag trinke ich. Schönes, stilles, leckeres, stilles Wasser. So. 7. Was war das letzte Dumme, das du getan hast? Achtens. Welches Buch wirst du als nächstes lesen? Oh, keine Ahnung. Ich habe so viele Bücher, ich lese einfach. Ich nehme das, was mich mal anspricht, aber ich nicht zu Ende lesen möchte. Huchala. 9. Was war dein letzter Fehler, den du begangen hast? Ich glaube, dass ich bei irgendeiner Kooperation mitgemacht habe, die dann so lange gedauert hat, wenn ich halt so selten Internet habe. Das war vielleicht der letzte Fehler für dieses Jahr. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das für nächstes Jahr nicht zu machen. Tut mir auch leid, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfach zu viel. So. 10. Was war das letzte Geschenk, das du verschenkt hast? Oh Leute, ich schenke doch nur Küsschen und mein Schatzi eine Umarmung und Kuschel und so und keine Ahnung, was soll ich denn verschenken? 11. Was ist deine Mission? Meine Mission ist einfach zu leben in meinen Gefühlen und in meinen Tun und Handeln, was ich gerne mache und was ich mir wünsche. 12. Wenn dich andere mit einem Wort beschreiben, dann ist es lustig. 13. Wie viel Geld hast du zurzeit auf deinem Konto? Keine Ahnung. Ich mach du schon. Ich hab meine Konto. Ach, ich habe meinen PIN vergessen. Den muss ich erstmal nochmal gucken. Das ist gut, dass die Frage kommt. Kann ich nochmal gucken, dass ich dann auch mein Geld wiederkomme. 14. Beschreibe das letzte Möbelstück, das du gekauft hast. Ein Schrank? 15. Um wie viel Uhr bist du heute Morgen aufgestanden? Denn aufgewacht, meine ich. Aufgestanden bin ich auch. Um 6:30 Uhr oder so? Oder früher? 16. Beschreibe das letzte Mal, als du dich geschämt hast. Jetzt? 17. Wie hast du dich heute verbessert? Oh, keine Ahnung. Das ist eine Frage, Leute. 18. Wie viel Zeit hast du heute draußen verbracht? 3 Stunden so. 19. Welches Wort hoffst du beschreibt dein Leben in einem Wort in genau einem Jahr? Lustig. Aber eigentlich eher spannend. 20. Wer den du kennst, hat ein verrücktes Talent. Welches? Keine Ahnung. 21. Wovon sollte es mehr auf dieser Welt geben? Friedensbotschafter.
22. Mein Lieblingsgeräusch ist Vögelgezwitscher. 23. Welchen Einfluss hoffst du, hast du auf die Welt? Wenn du Gesetze erlassen könntest, welches würdest du heute machen? Das Gesetz des Friedens. Aber für die ganze Welt. So. 25. Beschreibe deinen letzten lebensverändernden Moment. Der hier. 26. Auf welche Möglichkeit wartest du? Ach so, man müsste nochmal lesen können. Das wäre meine Möglichkeit. 27. Wie viele E-Mails bekamst du heute? Bekommst du pro Tag, habe ich schon gedacht. Bekamst du heute? Keine Ahnung, Leute, ich gucke nicht mehr so richtig nach E-Mails. 28. Welchen Film hast du zuletzt angesehen? Oh, keine Ahnung, ich gucke doch keine Filme. Ich lese mir Buch. 29. Hast du heute eine wichtige Entscheidung getroffen? Nein. 30. Was steht dir im Weg? Ich stehe mir manchmal im Weg. 31. Was war die positivste Überschrift in den Nachrichten heute? Positivste Nachrichten. Da ich keine Nachrichten schaue, kann ich auch nicht sagen, ob die positiv waren. Aber eigentlich sind immer Nachrichten negativ, meiner Meinung nach. Aber das ist ja auch nur meine Meinung, Leute. Und ob ihr wisst, ob es heute positive Nachrichten gab, das könnt ihr mir ja dann schreiben. Ich wünsche noch eine schöne Zeit und lasst euch nur gut gehen. Ciao.